Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Bikepacking-Vlogs. Begleitet mich auf der 14-tägigen Rennradreise von Schweinfurt nach Athen, Etappe Nummer 2. Ich bin gerade in der Nähe von Nürnberg unterwegs, bin hier am historischen Ludwig-Main-Donau-Kanal. Der wurde 1836 bis 1846 erbaut und war die erste schiffbare Verbindung zwischen der Donau und dem Main. Es gibt über 100 Schleusen auf diesem Kanal und auf der Seite des Mains, auf der ich ja gerade bin, also ich bin auf der Seite vor der Wasserscheide, da überwindet dieser Kanal einen Höhenunterschied von 264 Metern, gemessen vom Main in Bamberg bis zum höchsten Punkt. Der Kanal, so wie er hier ist, im historischen Umfang, führt noch bis nach Beilengries, das ist eine Kleinstadt an der Altmühl. Und dort fließt er dann wieder mit dem heutigen Kanal zusammen, der dann erst 1992 fertiggestellt wurde. Den habe ich gestern gezeigt und er ist viel, viel größer. Da können also heutige Binnenschiffe auch drauf fahren. Auf dem kleinen hier, ich weiß gar nicht, da fährt glaube ich nichts mehr. Aber es ist ein Denkmal, also ein großes Denkmal und ein historisches Wahrzeichen der Ingenieursbaukunst hier in der Nähe von Nürnberg. So, das war der Abschnitt am Ludwig-Main-Donau-Kanal und ja, interessant, lässt sich gut fahren. Das ist eine von den ganz vielen Schleusen, an denen ich jetzt vorbeigefahren bin. Da war ja alle 300-400 Meter war da eine Schleuse. Man sieht auch, wie eng dieser Kanal war. Also breiter als das durften die Schiffe nicht sein. Natürlich kann man den jetzt heute nicht mehr befahren, soweit ich das hier sehen kann. Ja, einige Schleusen hier und an jeder Schleuse überwindet er so 3-4 Meter Höhe. Wir sind hier noch vor der Wasserscheide Main-Donau. Das heißt, der Kanal steigt hier an. Aber ich verlasse ihn jetzt an der Stelle wieder und fahre weiter nach Neumarkt. Ja, das war der historische Ludwig-Main-Donau-Kanal. Der wurde schon lange nicht mehr genutzt, letztmals während des Zweiten Weltkriegs. Und schon damals hat man überlegt, ob man nicht eine Reichsautobahn auf der Kanaltrasse baut. Gut, Postmauer hängen bin ich jetzt. Das ist dann die Grenze zur Oberpfalz. Franken liegt hinter mir. Servus, hier zockt die Oberpfalz für die nächsten 40, 50 Kilometer. Oh, ganz viele Autochens. Ganz viele Autochens. Alles zu Zuckis. Alles zu Zuckis. Und der Suzuki wohl sein Werk hat hier, dass er hier Autos durchfährt. Oh nein! Ah. Schon wieder unbefestigt. Ja, das war mal wieder so eine kleine Schottereinlage, die mit dem Rennrad meistens eher unangenehm zu fahren ist. Ich bin jetzt in der Oberpfalz, genauer in der Kleinstadt Neumarkt in der Oberpfalz mit 40.000 Einwohnern. Die liegt so genau zwischen Nürnberg und Regensburg und da fahre ich jetzt auch mal wieder mitten durch die Altstadt, die hier auch ganz hübsch aussieht mit dem Rathaus da rechts. Da mache ich nochmal einen kleinen Schlenker und da geht es auch schon wieder weiter, ne? Jetzt kommt dann der Oberpfälzer Jura. So, langsam geht es den Berg hinauf hier. Bin ich jetzt gerade durch Neumarkt durchgefahren. Und jetzt geht es hoch zur Main-Donau-Wasserscheide. Und da mit dem höchsten Punkt heute. 650 Meter über dem Meer. Gestartet bin ich heute Morgen auf 300. In Erlangen ging jetzt immer so sanft den Berg hoch, jetzt gerade ein bisschen steiler. Unterkunft habe ich gerade eben reserviert. Ich bin in einer Pension in Dingolfing. Schauen wir mal, wie es ist. Ja, da kleine Korrektur, und zwar die Wasserscheide liegt bereits hinter mir, die liegt ein paar Kilometer vor Neumarkt, aber das soll uns nichts ausmachen. Jetzt kommt hier die Zeitrafferfahrt über den Oberpfälzer Jura.
und damit den höchsten Punkt des heutigen Tages. Ich bin jetzt hier in der Nähe von Zolbersdorf in der Oberpfalz und fahre weiter Richtung Hemau. Und ich lasse die Aufnahme jetzt mal ein bisschen unkommentiert. Genießt die Landschaft in diesem kleinen Mittelgebirge, das hier zwischen der Fränkischen Schweiz und der Schwäbischen Alb liegt. Viel Spaß! Und ich nähere mich so langsam dem kleinen Städtchen Hemau. Ich habe jetzt fast 100 Kilometer durch und es ist 12:30 und das heißt, es ist eigentlich Zeit für eine Mittagspause. Mein ursprünglicher Plan war, dort in Hemau eine Pause einzulegen, aber leider hat sich herausgestellt, dass in diesem kleinen Städtchen heute nichts offen hat. Also ich wollte ursprünglich da so einen Döner essen, ne? So einen Schnellimbiss einfach aufsuchen. Und da gab es halt einfach nichts. Und auf den Straßen, wo ich da jetzt durch die Stadt gefahren bin, habe ich auch keinen Supermarkt entdeckt. Deswegen musste ich mich da spontan umentscheiden. Ich bin jetzt hier in Hemau. Das ist ein kleines Städtchen zwischen Nürnberg und Regensburg. Und es ist jetzt langsam Mittagsstund. Da werde ich jetzt mal eine Pause machen. Da suche ich mir jetzt mal was. Das hübsche kleine Zentrum von Hemau hier, der Stadtplatz. Die Kirchen haben jetzt wieder ihre Zwiebeltürmchen. So wie sich das gehört. Oh nein, der lokale Döner- und Feinkostladen hat geschlossen. Und ich habe jetzt keine Lust, mich in ein richtiges Restaurant zu setzen. Ich bin da mal mehr so, es muss schnell gehen jetzt, so ein Päuschen, ja. Kannst du nie eine Stunde im Restaurant sitzen, deswegen entweder ich sehe jetzt noch zufällig einen oder es wird halt ein Supermarkt. Kelheim. Kelheim, 19 Kilometer. Das ist ja das nächste. Da werde ich dann die Donau überqueren auch. Aber jetzt gucke ich erstmal, wo ich noch was zu essen kriege hier. Ich brauche ein bisschen was. Ah, nee, das war jetzt nichts hier. Das war nichts. Haben nichts gefunden. War jetzt kein Supermarkt hier und ich habe jetzt keine Lust, hier rumzugurken. Ich fahre jetzt noch die 18 Kilometer nach Kelheim. Geht ja auch weitgehend bergab. Dann zum Schluss geht es ziemlich bergab ins Donautal. Und dann
muss ja aber echt Pause machen, sonst gibt es den Hungerast. Ja, da lasse ich jetzt den Oberpfälzer Jura hinter mir. Es ging so hügelig, bergauf, bergab. Leichter Gegenwind, Temperatur wunderbar angenehm, schön warm. Gerade richtig. Ja, das passt mir so. Ja, weiß nicht, ob man es gut sieht, aber da hinten, da ist der Bayerische Wald. Vorne dran ist irgendwo Regensburg, das sind nur 20 Kilometer bis dahin. Ja, die Mittagspause wurde nach Kelheim verlegt, 20 Kilometer nach hinten, da fahre ich jetzt gerade hin. Und hier fahre ich gerade durch das kleine Dorf Peinten. Und ihr werdet jetzt gleich eine kleine Auseinandersetzung mit einem aufgebrachten Autofahrer erleben, der mich hier knapp überholt hat und dann rechts rausgefahren ist. Sein Problem mit mir war, dass ich nicht den Radweg benutzt habe. Und da sind wir jetzt in einer besonderen Situation. Da muss ich euch kurz die Situation hier nämlich erklären. Ich fahre hier gerade raus aus Peinten und zwar auf der blauen Linie. Das ist meine Route und grün wäre der besagte Radweg. Also der führt 100 Meter weiter weg von der Straße und man kann ihn gar nicht sehen, weil da Häuser dazwischen sind. Ich kenne den natürlich nicht und der ist auch nicht als solcher ausgeschildert. Ich fahre ganz normal auf der Ortsstraße da raus, kurz vor Ortsende, wo dann der Radweg auch wieder sichtbar auf die Straße trifft. Ja, überholt mich dieser Autofahrer und regt sich darüber auf. Und wie sich das anhört, hört ihr jetzt gleich. Sag mal, weißt du was? Weißt du was? Ich bin aus Schweinfurt, ich bin das erste Mal hier. Ja, das ist. Guck mal, wo soll ich. Da steht doch nichts, guck mal, der geht da unten unter. Davon nehme ich den. Hey, ich bin das erste Mal hier, woher soll ich denn das wissen? Wenn ihr das so. Ja, das Prinzip ist auch. Ja, ich fahre da vorne, fahre ich da ran. Aber da kannst du es ja. Normalerweise fahren sie da immer im Radweg und das kotzt. Ja, ich weiß, ich kotze es auch an, ehrlich gesagt. Wenn sie jetzt da auf der Straße fahren würden, ja. Ne? Na, ohne Scheiß, das nervt mich. Entschuldigung, das jetzt, aber. Ja, verstehe ich schon. Aber ich bin keiner von denen. Was? Also, mach's gut. Was soll man machen? Sorry, ja. Also, servus. Ja, kleines Diskussionchen hier. Ich bin jetzt da gerade aus Peinten rausgefahren. Und da gibt es einen kleinen Radweg. Aber der ist nicht direkt neben der Straße, so wie hier, sondern der ist weiter weg. Ihr habt ihn jetzt gar nicht gesehen. Und innerorts fährst du ganz normal auf der Dorfstraße. Da fährst du raus, da stand kein Schild. Dann kommt da einer mit roter Audi, kommt hupend von hinten an. Und dann fährt er raus und jetzt haben wir gerade mal geschwätzt, gell? Naja, so ist das. Ja, er hat sich dann doch wieder beruhigt und wir haben uns freundlich verabschiedet. Er ist wohl aufgebracht, ein bisschen vorgeschädigt von anderen Rennradlern, die hier nicht so gern den Radweg benutzen. Und dieser hier ist immerhin gut ausgebaut gewesen und hat auch eine schöne Streckenführung gehabt. Also ich kann auch nicht so ganz nachvollziehen, warum man den nicht benutzen sollte. Weiter geht's. So, die Abfahrt ins Donautal wurde erreicht. Zählt da vorne, dann rechts in das Tal rein. Und dann fahren wir gleich in Kelheim. Hui! Nette Abfahrt, sehr schön. Einige Rennradler unterwegs auch. Immer schön grüßen, ja, immer schön grüßen. Die Altmühle in Kelheim. Jetzt ist Zeit für eine Pause. Und damit endet diese Folge. Ich danke euch fürs Zusehen und freue mich über einen Daumen hoch oder ein Abo.
Und ich mache jetzt hier erstmal Pause in Kelheim und wie es dann mit der zweiten Hälfte der Strecke weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, der Alex. Tschüss.